Wenn man ein Gelände, Lageplan und so weiter mit Höhenlinien hat, wie hier, dass Splines eingelesen worden sind mit den Höhenlinien, können diese Sachen auch mit 3D-Linien nachgebaut werden. Freies Modellieren, 3D-Linie, 3D-Spline und so weiter. 3D-Linie eignet sich besser als das Spline, weil man braucht nicht so viele Punkte, wie beim Spline generiert werden später. 3D-Linie als Linienzug. Und dann färben wir da so alle paar Meter die Splines einfach über ein paar Punkte nach. Je nachdem, ob man da die Spurverfolgung mit der Taste F11 braucht oder nicht. So, alle paar Meter wird man die Punkte abgreifen von den Splines und dann hier seine Polygonzüge da durchmodellieren. Was hier gerade passiert. Wenn die Polygonzüge dann doch modelliert sind, dann wird der nächste Schritt folgen und ein Gelände daraus gebastelt. So, gucken wir mal nach. Mit daneben klicken oder nicht, das kann man natürlich alles wesentlich genauer nachfahren, als es jetzt hier in diesem Beispiel passiert. So, ein paar Höhenlinien haben wir noch. Wenn man das hat, kann man dann die Höhenlinien auf ihre richtige Höhe verschieben. Je nachdem, wie sie beschriftet sind. Verschieben. Der Polygonzug x0, y0, z-4 und so weiter. Das auf minus 3. Und dann halt die jeweilige Höhenlinie auf ihr richtiges Höhenniveau. Minus 2. Die minus 1. Die bleibt bei 0. Die kommt einen Meter höher. Die kommt 2 Meter höher und die kommt 3 Meter höher. So, 3 Meter, gut. Dann sind hier die Höhenlinien erzeugt. Wenn man Geländelinien als Polygonzüge oder Splines auf die richtige Höhe gebracht hat, wie man es auch in der Seitenansicht oder in der Animation entsprechend sieht, dann gibt es da verschiedene Wege daraus, nun ein Gelände zu basteln. Eine Möglichkeit ist, dass man das 3D-Modellieren nutzt. Den Loft. Dann wählt man die Profile der Reihe nach an. Dann sieht man wieder, das Gelände mit Hilfe des Loft-Werkzeuges so langsam entsteht. Schön loftmäßig geschwungen oder linear gebastelt. Escape. Dann hat man mit 3D-Linien und einem Loftwerkzeug einen netten Geländeverlauf erzeugt, der hier entstanden ist und als Basis für weitere 3D-Modellierungen, Wandlungen, Ebenen und so weiter genutzt werden kann.